Ja, ist 91. Ich glaube, das müssten dann wirklich 109, ne? Fehlen noch bei dem einen Level. Sollte dieser Kapitän eigentlich holen können. Ja, Matschele sind sommer Schlangen. Nein, ich werde nicht zum Ballon gehen. Ich werde diese Rennstrecke da oben machen. Jetzt weiß ich, warum die Leute da sind. Die hängen alle am Ballon und wollen mitreisen. Das ist die Pilzstrecke. Und da kommt das Sparks-Level, kommt auch noch. Oh ja, viel zu lange, ey. Ich hatte eigentlich, ich bin ungefähr genauso schnell oder vielleicht ein Tick schneller als beim ersten Mal, aber okay. Ich spüre, ich versuche, ich spüre, ich spüre, ich spüre, ich spüre. Heißbeier, auf der Pilzstrecke gibt es zwei Flugherausforderungen, den Zeitmodus und dann Schmetterlingsrennen. Welche Herausforderung willst du spielen? Erstmal den Zeitmodus. Okay, erst die Ringe, dann die Löwenzahn, dann den Löwenzahn, Spinnen und zum Schluss die Schmetterlinge. Nicht der schnellste Weg, aber der einfachste. Oh, wir haben. Ah, das ist endlich mal schön gemacht. Wir haben nur eine Zeitangabe. Aber ist ja egal, wir müssen. Einfach nur alles hintereinander. Fuck. Oh, große Löwenzähne, ne? Das sind merkwürdige Spinnen, aber okay. Okay, ich habe, wenn man einen hier nicht erwischt, hat man schon Pech gehabt. Smetbus! Eigentlich voll fies von Spyro, ne? Aber egal, wir haben alle. Das war ja jetzt das einfachste Level der Welt. Kein neuer Versuch, aber nicht das Level verlassen, genau. Die Insekten waren so begeistert von deinen Flugkünsten, dass sie dir dieses Ei geben. Sabina. Welche Herausforderung willst du spielen? Ja klar, jetzt fangen wir das Schmetterlingsrennen. Okay, gewinne gegen die Schmetterlinge. Liegt der Reihe nach durch alle grünen Ringe und folge den roten Punkten. Okay. Turbo! Das ist halt das Coole an dem. Da geht's her! Voll fies. Daher bin ich gerade eben nicht geflogen. Sternkraft nicht benutzt. Schade. Ich werde nicht letzter. Das ist aber Fünfter. Nach einer Runde. Hui. Geht ganz schön ab hier. Ich weiß aber, dass man auch anders fliegen muss. So, weg da. Weg da. Weg da. Du Schmetterling. Sollst weg da.
Wo hol ich dich halt so? Okay, ich habe wieder einen Platz gut gemacht gerade mal. Hier ist ein bisschen wenig. Ich glaube, das Rennen werden wir gerade mal noch auf dem Podium beenden. Wenn überhaupt. Ja, Podium sollte drin sein. Frage ist, welcher Platz? Zweiter oder dritter? Zweiter wird schon eng. Das ist halt möglich. Wo kommst du denn her? Alter, wo kommst du denn her? Oh, vom Kurs abgekommen. Alles klar. Los geht's nochmal. Okay. Und darf also kein einziges verpassen. Holen wir dich mal. Wow. Anfang sind sie doch sehr nah beieinander. Ich habe die Möglichkeit, die am Anfang noch zu kriegen, relativ hoch ist. Weg da. Das ist mein vierter Platz. Okay, haben wir zwei Plätze gut gemacht am Anfang mal. Okay, gerade habe ich mich auch verflogen. Den benutzen sie automatisch. Lässt sie direkt auf den Weg. Ja, genau, benutzen auch noch. Ah, er benutzt sie nicht. Das ist unsere Chance aufzuholen. Bremst mal ab. Dritter, noch zwei. Ah, der muss da unten den. Der ist mir aber zu gefährlich. Hey! Ich bin Dritter. Alter, wie weit vorne ist der Erste? Ich hol zwar jetzt deutlich auf den Zweiten, aber der Erste, der ist schon weg. Ja, nur Zweiter. Ein Platz auf dem Podium. Okay, man muss probieren, alle Sterne mal mitzunehmen. Bestes Rennen ever. Einer der kürzesten, kommen die zweite Kurve manchmal geschafft. Okay. Wow, hab ich erwischt. Okay, alles gut. Saumäßig schnell manchmal, ey. Dann überhole ich dich mal, benutze dich, dann. Da. Der Dritter. Okay, man muss sie benutzen. Man muss alle Sterne benutzen, um überhaupt eine Chance zu haben, Erster zu werden. Und er ist schon wieder saumäßig weit weg. Das war ja so ein bisschen am Tüften, wenn man die Ecke fliegt, ey. Mit diesem Bonus. Sternenpower! Weg da. Wieder auf Platz 2. Wollen wir sagen, wer der Erste ist? Da ist der Erste. Ob wir den kriegen? Wenn er die Sterne nicht benutzen würde? Ja. Alter, ist der weit weg. Das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht geflogen bisher. Wie gesagt, wenn der den nicht benutzen würde,
kämen wir ran. Wir kommen auch ran. Es wird eng. Jawohl! Damit gewinnen wir das Rennen! Bei 2 Minuten. Puh, endlich. Hat was gedauert. Wow, du hast den ersten Preis gewonnen. John. Ja, der erste Preis ist John. Das nächste Trick Drachenei. Baby. Welche Herausforderung willst du spielen? Ja, gar keine mehr. Ich möchte gerne das Level verlassen. Okay, wir versuchen es später. Eigentlich nicht später versuchen, eigentlich haben wir es geschafft. Lief eigentlich doch relativ gut, dass ich das Rennen nicht beim ersten Mal schaffe, das war mir bewusst. Das zweite Mal, ja, war es ein bisschen bitter, dass wir vorbeigeflogen sind. Aber ansonsten, ja, man muss ja immer peu à peu steigern. Okay, und jetzt kommt das Sparks-Level, nachdem wir Sparks aufgepäppelt haben. Attacke auf die beiden. Okay. Hat sich schon gelohnt. Sparks-Level. Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier. Immer noch nicht. Ich will das aber jetzt machen. Okay, dann gehen wir jetzt in die neue Heimat. Dieser Ballon bringt dich in ein Land, das der Zauberin näher ist, Spyro. Du kannst ihn auch benutzen, um jederzeit zurückzukommen. Was ist zu? Ich denke, du hüpfst jetzt einfach in die Ballon. Frag mich nicht, wie er funktioniert. Ich bin nur wegen dem Punsch und den Keksen hier. Oh Mann, was sagt der? Hey. Spring in den Ballon, wann immer du willst, Spyro. Okay, was sagt der in die Statue? Dieser Ballon bringt dich zur großen Tiki-Hütte am Himmel. Spring auf, wenn du bereit bist. Das ist eine Lüge. Der Ballon ist bereit, Sir. Spring einfach auf. Na dann, da wir Sparks Level nicht machen können, in die Gartenstadt. Auf dem Weg nach oben. Das Verlies von Buzz. Okay, wer ist Buzz? Ist klar, das ist vermutlich ein Rhinoceros oder Rhinox. Rhinox sind das ja. Nashörner. Aber warum kann ich das Sparks-Level nicht machen? Hör mir genau zu, du dummes Gehör. Ich frage dich zum allerletzten Mal. Warum zum Donner ist dieser verflixte Drache noch hier? Ich wollte ihn verjagen, Eure Hoheit. Aber er hat einfach vor gar nichts Angst. Vor nichts Angst? Vor nichts Angst? Wozu habe ich dich all die Jahre trainiert? Benutz etwas Magie. Hier, ein Zauberbuch. Rufe ein Monster und mach ihn fertig. Fertig machen? Egal, wie du es anstellst, nutzloses Gehör. Hauptsache, du wirst ihn los! Okay, was haben wir denn hier? Das sollte klappen. Ihr könnt mich hier nicht für immer einsperren. Luna, lass mich hier bloß raus. Das ist inakzeptabel. Du, komm her. Oh je. Was soll denn das? Das ist Bass. Als ich gehört habe, dass die Zauberin dich überfallen will, bin ich sofort hergekommen. Aber keine Sorge, diese feige grüne Kröte wird kein Problem für uns sein. Frage, was macht der? Wie krieg ich dich kaputt? Wie krieg ich dich geschlagen?
Oh, jetzt renne ich da rein. Ja, noch weiter. Kannst du mich doch kaum. Wie kriege ich dich? Headshot. Okay, das war einfacher. Ich wusste am Anfang nicht, was ich machen muss. Alter! Wow! Nein! Nein, 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 nein! Huhu! Alter! Oh, ich renn da genau mal rein, ey! Dann scharf! Na! Ah. Jetzt? Ein Tast zu früh. Jetzt! Alter! Rein da mit dir! Der fliegt noch kaum. Ich will dich da reindrücken! Rein da! Jetzt bist du drin. Alter, du! Buchs ja Feuer! Rein da. Easy. Quazon. Jetzt ist Schluss. Ja, man weiß am Anfang nie genau, was man machen muss, ne? Bei denen. Deswegen, ja, ist ein bisschen merkwürdig gerade am Anfang gewesen. Ich bin gegen den gerannt und da ist nichts passiert. Und auf einmal renn ich gegen den und dann passiert was. Aber na gut. Wir haben ihn besiegt, ohne zu sterben. Ich glaube, wir haben bisher ein Leben verloren, weil einmal so ein Bug war, glaube ich. Ansonsten, alles gut. Das ist ein ziemlich langer Weg, das ist in die Gartenstadtwelt. Okay, dann sage ich mal, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann bei der Gartenstadtwelt dabei seid, wo wir 400 Steine sammeln müssen und vermutlich mal wieder ein paar Eier. Moment, ja, 5 Dracheneier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.